Es wird uns gerade und immer noch ganz viel Angst eingeredet. Ganz viel Angst vor allen Dingen vor anderen Menschen. Ja, der Mensch soll sich nicht zusammentun. Er soll sich nicht einmal mehr unterhalten. Ich hatte auch ein Video gemacht zu diesen neuen, ja, Bildern, die in öffentlichen Verkehrsmitteln hängen sollen in Zukunft. Also wo Menschen gezeigt werden ohne Maske, ganz fürchterlich, bad. Und dann Menschen mit Maske, die sich anschauen, better. Und dann Menschen, die sich nicht einmal mehr anschauen, nicht einmal mehr miteinander reden, best. Also die ideale Situation. Denn es könnte ja dann, wenn man sich miteinander unterhält, könnte ja dann etwas übertragen werden. Hier ist es ganz anders. Ich war gestern im Supermarkt und hier gibt es so einen Supermarkt, ja, der hat so ganz tolle Produkte, interessanterweise etwas preiswerter als andere große Supermärkte. Und ich gehe raus und will mein Fahrrad öffnen und da kommt ein älterer Herr auf mich zu, sehr gepflegt, sehr nett, spanisch, konnte aber gut Englisch, ein sogenannter Ozeanograph, interessanterweise der zweite Ozeanograph, den ich jetzt hier kennenlerne. Und er fängt ein Gespräch an und erzählt mir, er hätte da so eine wunderbare, so ein Gesichtsschwämmchen gekauft, also so ein, wo man das Gesicht mit reinigt, aus reiner Baumwolle für 70 Cent und das würde woanders 4 Euro oder 5 Euro kosten. Und ich habe ihm dann gesagt, das ist sehr interessant, denn das gleiche Schwämmchen habe ich gerade auch gekauft. Und er meinte dann, ja, es gäbe in dem Geschäft auch sehr gutes Olivenöl und gute Oliven, auch die hätte er gekauft, Oliven mit Anchovis. Es entstand ein wunderbares, lustiges Gespräch. Er hat mir dann noch erzählt, wo ich den guten Honig kaufen kann. Ich habe ihm dann gesagt, ja, ich habe da meinen Maya-Lieferanten und der gibt mir immer den Melipona-Honig. Und dann meinte er, ja, du, ich habe ihm dann gesagt, ich habe die Bienen bei mir im Garten und meinte er, dann kannst du doch auch selber den Honig machen. Also es entstand ein interessantes Gespräch und ich habe gesagt, wie kann ich denn selber Honig machen oder besser gesagt, wie können die Bienen bei mir im Ho Garten Honig machen? Und dann hat er mir das erklärt. Er meinte, das sei ganz einfach mit der Maya-Methode. Man braucht nur einen Baumstamm und den muss man dann irgendwie aushöhlen und dann muss man den zumachen. Also alles ganz einfach und simpel. Und ich habe mich total gefreut. Er hatte auch kein Läppchen an, ich hatte kein Läppchen an. Das Gespräch wurde immer interessanter und ja, die Nähe wurde auch immer kürzer. Also ja, er hat auch, wie das bei älteren Leuten manchmal so ist, da spuckt man schon mal so ein bisschen. Es ist so, ja. Hat mich nicht gestört, hat ihn nicht gestört. Also es war eine normale Situation, wie sie eigentlich vor anderthalb Jahren in ganz, ganz vielen Situationen auch bei uns Alltag war. Hier ist es Alltag im Supermarkt, dass man sich unterhält, dass man draußen vor dem Supermarkt auch noch mal mit Leuten spricht, dass man sich gegenseitig anlächelt. Sie wissen ja, ich habe das ja schon oft erzählt, ich gehe immer mit einem Lächeln durch das Städtchen auf meinem Fahrrad. Ich lächle immer. Ich versuche immer zu strahlen. Und es gibt kaum jemand, der mir nicht Buon Dias oder Buonanotte oder irgendwelche Grüße überbringt. Wildfremde Menschen, Bauarbeiter, die hier vorbeikommen, viele, weil hier wird viel gebaut, aber auch Leute, die vor ihrem Restaurant stehen oder vor ihrem Geschäft. Leute, also Fahrer von den kleinen Bussen. Man begrüßt sich oder wir begrüßen uns. Wir sind Menschen, wir begrüßen uns. Hier ist die Spaltung noch nicht so groß wie, ja, vielleicht in anderen Ländern. Vielleicht liegt das auch am südamerikanischen Temperament, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass sich hier sehr viele sogenannte Gleichgesinnte, wenn man so will, gefunden haben. Es ist eine wunderbare Situation. Und ich kann hier nur sagen, und da sind wir uns alle einig, dass wir immer wieder betonen, dass wir uns nicht spalten lassen. Wie geht es hier weiter? Vielleicht werden wir hier kleine Gemeinschaften gründen mit einem eigenen Garten. Übrigens, das ist auch ganz wichtig. Es gibt einige, ja, auch in den alternativen Medien Informationen, dass man sich Vorräte sammeln sollte. Und ich sage Ihnen jetzt, wichtiger als die Vorräte ist es tatsächlich, dafür zu sorgen, dass ich Selbstversorger werden kann. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, zu schauen, was kann ich selbst machen mit meinem Stückchen
Land, was ich habe, mit meinem kleinen Gärtchen oder mit meinem Balkon. Versuchen Sie auf Ihrem Balkon, wenn Sie einen Balkon haben, wenn Sie keinen Balkon haben, versuchen Sie in Ihrer Wohnung sich zu informieren, wie kann ich Tomaten anpflanzen? Wie kann ich kleinste, wie kann ich vielleicht Böhnchen oder irgendetwas anpflanzen? Kresse auch, sehr viel Protein. Wie kann ich Sachen anpflanzen? Wie kann ich Bohnen auch? Wie kann ich etwas, ja, vielleicht anbauen? Das ist wichtig. Wie kann ich mich selbst versorgen, auch in Zukunft, wenn es länger dauern sollte? Es sind Informationen, die man teilen muss. Gemeinsam sind wir stark. Alleine sind wir nichts. Alleine sind wir gar nichts. Alleine sind wir sowohl psychisch schwach, weil wir uns natürlich auch dann in diese Angst reintreiben lassen. Wir sind ja gewohnt, in Gruppen zu leben. Die ersten Menschen lebten in Gruppen, in Höhlen. Und derjenige, der aus der Gruppe ausgestoßen wurde, der alleine lebte, aus welchem Grund auch immer, weil er krank war und die anderen ihn nicht mehr sehen wollten oder weil er sich verhalten hat auf eine Art und Weise, dass man ihn nicht mehr in der Gruppe haben wollte. Übrigens, auch das spielt jetzt eine große Rolle in der Psyche des Menschen, dass der Mensch sich eigentlich am liebsten immer so verhält, dass er nicht aus der Gruppe ausgestoßen wird, denn damit ist auch der Überlebenstrieb, also da ist der Überlebenstrieb auch mit drin. Ganz, 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 ganz weit bei unseren Vorfahren konnte es für uns tatsächlich tödlich sein, aus der Gruppe ausgestoßen zu werden. Denn wer alleine ist, derjenige, der aus der Gruppe ausgestoßen ist, der hat keine Chance zu überleben. Das gilt für viele Tiere, auch im Tierreich. Derjenige, das Tier, welches alleine ist, das hat kaum eine Chance zu überleben. Wir können nur überleben in der Gruppe. Wir können nur gemeinsam überleben, denn gemeinsam sind wir stark. Und jetzt wird genau das Gegenteil gemacht. Jetzt wird uns erzählt, andere Menschen sind gefährlich. Halten Sie sich fern von anderen Menschen. Halten Sie sich zurück. Versuchen Sie so wenig wie möglich Kontakt zu haben. Besser gesagt, nicht versuchen. Wir dürfen sogar so wenig wie möglich Kontakt haben. Es macht nicht nur psychisch krank. Es macht vor allen Dingen, und das ist wohl auch der wichtigste Grund, es macht auch schwach. Denn wir tauschen uns nicht aus. Wir tauschen auch unsere Informationen nicht aus. Wir tauschen auch unsere Ängste, unsere Sorgen und vor allen Dingen tauschen wir auch unsere Fragen, die wir haben, nicht aus. Unsere Bedenken, die wir haben, wir tauschen sie nicht mehr aus. Und das sind Situationen, die tatsächlich für unser Überleben sehr, sehr gefährlich werden können. Der Mensch ist nicht so gestrickt. Der Mensch ist gemacht, um gemeinsam mit anderen Menschen da zu sein, in der Gruppe zu kommunizieren. Wir freuen uns darüber. Wir brauchen das. Wie gesagt, nicht nur für die Psyche, die in einer anderen Situation natürlich ganz extrem leidet. Manche Leute leiden und wissen jetzt gerade gar nicht weshalb. Sie denken, sie leiden vor allen Dingen wegen ihrer Angst. Aber sie leiden natürlich auch, weil ihnen die Kommunikation, die Gemeinsamkeit, das Miteinander fehlt. Das Miteinander, das gemeinsam in einem Kino sitzen, das gemeinsam in einem Theater sitzen, das gemeinsam in einem Konzert sitzen, das sogenannte Bad in der Menge. Das Bad in der Menge. Nicht umsonst lieben es Menschen, zu Großveranstaltungen zu gehen. Ja, es gibt einige wenige, die sagen, nein, damit habe ich gar nichts am Hut, da fühle ich mich nicht wohl. Aber die meisten Menschen lieben tatsächlich Großveranstaltungen. Haben Sie schon mal geschaut, wenn es irgendwo ganz voll ist oder etwas ist ganz ausverkauft, dann versuchen tatsächlich einige mit allergrößtem Aufwand gerade für diese ausverkaufte Veranstaltung noch eine Karte zu bekommen, weil sie mit dabei sein möchten, wo alle sind, weil sie gemeinsam mit 69.000 anderen Menschen vor einer großen Bühne stehen möchten und ihrem Star, ihrem Liebling, ihrer Band, wen auch immer, zujubeln möchten. Das macht Spaß. Das ist der gemeinsame Mensch. Und das versucht man den Menschen gerade hier jetzt abzugewöhnen. Es wird natürlich nicht für immer sein, warten Sie es ab. Gerade sind wir in der großen Veränderung.
Und nach der großen Veränderung wird auch eine Zeit kommen, wo wir wieder gemeinsam jubeln dürfen. Allerdings werden es ganz andere Situationen sein, in denen wir jubeln dürfen. Davon bin ich überzeugt. Schauen Sie sich einige Länder an. Auch dort wird gejubelt, auch dort wird gefeiert. Und dort feiert man diejenigen, die die Strippenzieher sind. Wir müssen wach bleiben. Bleiben Sie auch im Kleinen gemeinsam füreinander da und unterhalten Sie sich. Machen Sie das wie der Herr im Supermarkt oder vor dem Supermarkt, der auf mich zugekommen ist und der einfach unheimlich viel Spaß daran hatte, sich mit einer wildfremden Frau zu unterhalten und sich dann zu verabschieden und der seine wertvollen Informationen, wie man selber Honig macht und so weiter und wo man preiswert Olivenöl kauft und auch preiswert Käse übrigens bekommen kann, die hatte er geteilt und ich habe mich gefreut.